ganze Landstriche unter Wasser. Dörfer entlang der Küste fast komplett ausgelöscht. Menschen retten sich auf Dächer und in Baumkronen. Diese Bilder aus Mosambik vom März 2019 gingen um die Welt. Aber wie sieht es heute aus nach dem verheerenden Zyklon Idai? Wir sind in das Land im Südosten Afrikas gereist. Wir haben Menschen getroffen, die alles verloren haben, die buchstäblich kein Dach mehr über dem Kopf haben. Wir haben mit Hilfsorganisationen und Ärzten gesprochen, haben aber auch Geschichten, die wirklich Mut machen. Nach Zyklon Idai, eine Reportage aus einem vergessenen Land. Die Katastrophe braut sich über dem Meer zusammen. Am 4. März 2019 beobachten Meteorologen ein Tiefdruckgebiet, das vom Indischen Ozean auf die Küste Mosambiks zusteuert. Und der Sturm wird immer gewaltiger. 10 Tage später fegt der Zyklon mit fast 200 Stundenkilometern über die Küstenstadt Beira. Er drückt die Wassermassen in die Flüsse. Die Flüsse treten über die Ufer. Hinzu kommt tagelanger Regen. Dann zieht Idai weiter nach Simbabwe. Nur 6 Wochen später folgt Zyklon Kenneth, der vor allem den Norden Mosambiks trifft. Am Ende kommen in der Region mehr als 1000 Menschen ums Leben. Wir fliegen in die ehemalige portugiesische Kolonie. Das Ziel Beira, die zweitgrößte Stadt Mosambiks mit mehr als 500.000 Einwohnern. Schon beim Landeanflug sehen wir, auch heute, ein Jahr nach der Katastrophe, haben viele Gebäude immer noch kein Dach. So wie das ehemalige Elternhaus von Jessica Philippe de Cunha. Die 19-Jährige steht zusammen mit ihren kleinen Schwestern in den Trümmern. Hier war mal das Zuhause der drei. Der Zyklon hat nur ein paar Wände verschont. Jessica kümmert sich allein um ihre 7 und 8 Jahre alten Geschwister. Der Vater hat die Familie früh verlassen. Die Mutter ist 2013 gestorben. Und durch den Sturm verlieren die Mädchen auch noch das Haus. Es war sehr traurig. Es war 6 Uhr abends. Da sind wir ins Haus meines Cousins gegangen und haben da geschlafen. Als wir am nächsten Tag aufgewacht und hierher zurückgekommen sind, haben wir gesehen, dass das Haus eingestürzt war. Also wart ihr glücklicherweise nicht zu Hause? Ja. Seitdem leben Jessica, Cleusia und Demilta abwechselnd bei Verwandten. Die kleinen Mädchen gehen jeden Morgen zur Schule. Jessica möchte studieren, aber dafür fehlt das Geld. Schwestern des Franziskanerordens, die die Familie mit Reis und Speiseöl versorgen, haben Angst, die kluge 19-Jährige könne in der Prostitution landen. Was brauchen die Menschen heute am nötigsten? Ich denke, die Menschen brauchen vor allem stabile Häuser, Wellbleche für die Dächer, Nahrungsmittel. Die Menschen haben Hunger. Seit dem Zyklon hat es nicht mehr geregnet. Es fehlt der Regen. Wir haben eine Trockenheit. Wir können nichts anpflanzen. Zweimal in der Woche verteilen die Franziskanerschwestern Reis, Speiseöl und Zucker an insgesamt 1500 Familien, die vom Sturm betroffen sind. Besonders im Auge haben sie die Kinder, denn 40% von ihnen sind unterernährt. Auch das Haus von Rosa Augusto liegt auf der Route der Schwestern. Die 49-Jährige steht vor ihrer Hütte, die der Zyklon schwer beschädigt hat. Hier lebt sie zusammen mit ihrem Mann und 8 Kindern. Etwa 10 Quadratmeter für 10 Personen. Wo schlaft ihr, fragen wir sie. Unter dieser Plane, sagt Rosa. Damals, als der Zyklon kam, bin ich gerade aus dem Haus rausgegangen. Ich war hinter dem Gebäude, als es dann einstürzte. Und das Kind war drin. Ich hatte dann Angst. Mein Sohn, er war unter das einstürzende Material gekommen, aber ich habe ihn rausgezogen. Und dann sind wir in eine Hilfsunterkunft gekommen. Zum Glück bleiben alle unverletzt. Eine Zeit lang wohnt die ganze Familie bei Nachbarn. Doch dann findet die 49-Jährige diese Plane einer britischen Hilfsorganisation, die ersetzt bis heute das Dach. Seitdem wohnen die 10 wieder hier. Und Rosa hat keine Hoffnung mehr, jemals wieder unter einem richtigen Dach zu schlafen. Was wünsche ich mir für die Kinder? Ich hoffe, dass sie mal studieren, vielleicht Ingenieur werden oder Fußballspieler. Ich habe zu Gott gesagt, lass meine Söhne groß werden, lass sie gesund sein.
Ich denke, das ist das Wichtigste. Durch das Hochwasser nach dem Zyklon verbreiten sich Fäkalien. Schnell bricht die Cholera aus. Offiziell leiden in den Wochen nach Idai 6000 Menschen an der Durchfallerkrankung. Doch die Ärzte können sich nicht um alle kümmern, denn auch Krankenhäuser sind durch den Sturm beschädigt, wie das Gesundheitszentrum der Katholischen Universität von Beira. Wir haben damals im Universitätsgebäude gearbeitet, auf dem Flur. Die Uni hatte die Türen für uns geöffnet. Der Zyklon hat viele Geräte zerstört. Doch wenige Tage nach der Katastrophe sind mehr als 70 Hilfsorganisationen in Mosambik. Der kleine Flughafen von Beira wird zum Umschlagplatz für internationale Lieferungen, Medikamente, medizinische Geräte, Impfstoffe. Die größten Epidemien sind schnell eingedämmt. Und heute? Das Gesundheitszentrum in Beira macht einen guten Eindruck. Schon 3 Monate nach dem Sturm wird es wieder eröffnet. Vom Behandlungsraum über die Apotheke bis zum kleinen Operationssaal. Alles wieder in Schuss. Auch dank Spendengeldern, gesammelt von der Deutsch-Mosambikanischen Gesellschaft. Aber noch immer können die Ärzte nicht alle Hygienestandards einhalten. Wir können das OP-Besteck hier nicht sterilisieren. Das müssen wir extern machen lassen. Manchmal kommen die Sachen nicht rechtzeitig zurück. Ein Schwerpunkt der Arbeit des Gesundheitszentrums, der Kampf gegen AIDS. In Mosambik ein Riesenproblem. 12% der Erwachsenen sind HIV-positiv, etwa 1,5 Millionen Menschen. Das Konzept der Ärzte in Beira, sie machen mit den Infizierten gleich Termine für die ganze Familie aus. Wir versuchen, die Fälle von AIDS zu reduzieren, indem wir alle HIV-Patienten schnell behandeln. Wir wollen, dass sie sich bei uns gut aufgehoben fühlen. Ein Problem ist, dass wir die Patienten nicht erreichen können, wenn sie eine Woche oder einen Monat lang nicht zur Behandlung hier waren. In einem provisorischen Zelt impfen die Ärzte Kinder gegen Krankheiten wie Masern, Röteln und Kinderlähmung. Die Cholerawelle infolge des Sturms ist mittlerweile zwar eingedämmt, fast 1 Million Mosambikaner haben die Schluckimpfung bekommen. Aber natürlich bilden Dreck und schmutziges Wasser weiterhin den Nährboden für viele Krankheiten, wie hier im Slum von Goto. Wir sind hier im Viertel Goto in Beira. Das Ganze ist auf einer ehemaligen Müllhalle entstanden. Das sieht man auch noch. Es liegt wahnsinnig viel Müll rum. Man riecht es auch noch. Überall Glasscherben und mittendrin spielende Kinder barfuß. Kaum vorstellbar, hier leben zu müssen. Ein Slum auf einer Müllkippe. Aber hier ist die Heimat von Elena Gueza. Die 20-Jährige haust mit ihrer Familie und der Tante in dieser Hütte. 6 Personen in 2 Zimmern. Ohnehin unhaltbare hygienische Zustände. Doch durch den Zyklon wurde alles noch schlimmer. Es war sehr traurig, fürchterlich. Da dachten wir, so können wir nicht leben. Wie machen wir das? Und als wir das Haus verlassen haben, gab es diesen Sturm und der wurde immer stärker. Und es war dunkel, es gab keinen Strom mehr. Wir dachten, das wäre das Ende. Und wohin seid ihr dann gegangen? Nach dem Zyklon konnten wir an Vaters Arbeitsplatz unterkommen, eine Weile, 2 Wochen lang. Dann kamen wir zurück. Ein paar Gassen weiter. Dieser Berg aus Unrat kokelt an mehreren Stellen. Und nur wenige Meter entfernt haben die Bewohner des Townships einen Brunnen gebaut. Ein Brunnen aus Autoreifen. Den Zugang zu sauberem Trinkwasser haben die Vereinten Nationen vor wenigen Jahren zu einem Grundrecht erklärt. Aber hier in Mosambik hat jeder Zweite kein sauberes Trinkwasser. Die Wasseraufbereitung ist für die Hilfsorganisationen ein wichtiger Teil ihrer Arbeit. Sauberes Trinkwasser, Medikamente, Nahrung. Das fehlt in Mosambik in den Wochen nach dem Zyklon.
Mittlerweile versuchen die Hilfsorganisationen, den Menschen langfristig zu helfen. Wir fahren auf der Landstraße N6 Richtung Simbabwe. In einer kleinen Siedlung wollen wir uns mit einer Mitarbeiterin der Welthungerhilfe treffen. Doch erstmal wundern wir uns, dass es dort in den engen Gassen schon morgens plötzlich so laut ist. Tika, eine kleine Siedlung, ein paar hundert Menschen im Hinterland von Beira. Wir laufen hier durch die Hauptgasse und es ist ein Mordslärm hier, weil die Menschen vertreiben sich die Zeit offenbar mit Kino. Das sind hier Kinohütten und ein wahnsinniger Krach. Hier gibt es im Umkreis von 100 Metern gleich 4 Kinos, die sich gegenseitig mit übersteuertem Ton Konkurrenz machen. Auf alten Röhrenfernsehern laufen abgenudelte Hollywood-Schinken. Der Eintritt kostet umgerechnet 8 Cent. Gleich nebenan dieser kleine Supermarkt, an dem wir Sandra Schuckmann-Honsel von der Welthungerhilfe treffen. Sie betreut das sogenannte Cash-and-Voucher-Programm für 5000 Haushalte in der Region. Mit dieser Karte können notleidende Menschen in 15 kleinen Läden kaufen, was sie möchten. Wenn wir Sachleistungen verteilen, dann würden wir als NGO die Menge und auch die Qualität bestimmen. Der Vorteil von diesen Karten ist einfach, dass wir die Familien dazu ermutigen, trotzdem ihr Leben selbstbestimmt in die Hand zu nehmen. Und nur weil eine Katastrophe passiert ist, müssen sie ja trotzdem weiter ihr Leben leben. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir ihre Würde achten. Auf der Karte sind pro Familie umgerechnet 50 Euro im Monat. Das Projekt wird finanziert von der Europäischen Union. Ich habe Seife gekauft, Waschpulver und Batterien. Das verbessert mein Leben. Ohne den Voucher könnte ich mir das alles nicht leisten. Sandra Schuckmann-Honsel hat den Zyklon selbst erlebt, allerdings im Nachbarland Malawi. Ich war zu der Zeit gerade mit einer Kollegin in Malawi, in der Hauptstadt Lilongwe, und wir haben einen Workshop moderiert zum Thema Katastrophenvorsorge. Und während wir das gemacht haben, ist quasi diese Flut und dann später auch der Zyklon Idai passiert. Das heißt, Ihre Aufgabe hat sich dann spontan geändert? Ja, ganz genau. Also wir standen plötzlich vor der Herausforderung zu handeln. Wir konnten mit Hilfe des Deutschen Auswärtigen Amtes ein Projekt ins Leben rufen, wo wir halt Baumaterialien verteilt haben und mobile Toiletten und Handwaschanlagen und zudem halt auch Solaranlagen, um halt sicherzustellen, dass zum Beispiel die Frauen und Mädchen, die halt während der Nacht die Toiletten aufsuchen, dann auch geschützt sind. Und das wurde dann halt alles gut ausgeleuchtet. Zurück in Beira. Wir sind im Township Praia Nova. Das Armenviertel liegt direkt an der Küste und es liegt unterhalb des Meeresspiegels, so wie die Hälfte aller Slums in der Stadt. Was das bedeutet, erzählt uns die 17-jährige Camila Recadina Pedro. Sie kommt gerade von der Schule nach Hause. Camila lebt zusammen mit ihrer Mutter und zwei Schwestern in dieser Hütte. Es ist schwierig. Natürlich ist das keine gute Gegend. Wir haben Probleme mit der Flut und Überschwemmungen. Manchmal tritt Wasser in die Häuser ein. Das ist nicht einfach. Natürlich würde ich gern woanders wohnen, aber wir haben keine Alternative. Und darum wohnen wir hier. Die Regierung will das komplette Viertel Praia Nova nun zwangsräumen. Die Menschen sollen ins Hinterland ziehen, denn hier ist es zu gefährlich. Sollte es zu einem weiteren Zyklon und einem Hochwasser kommen, wären diese Menschen wieder betroffen. Doch trotz dieser Gefahr, der Zerstörung und der Armut, in allen Slums, die wir besuchen, strahlen uns die Menschen an. Der Optimismus der Bewohner beeindruckt uns. Die Menschen arbeiten in der Näherei, im Friseursalon oder verkaufen Popcorn. Überall läuft Musik und Kinder flitzen herum. Wir spüren, dass es den Menschen in Beira gut tut, dass sich endlich wieder jemand für sie interessiert. Denn die weltweite Aufmerksamkeit nach der Katastrophe war schnell vorbei. Auch die Verantwortlichen im Rathaus von Beira hoffen, dass Mosambik nicht vergessen wird.
Vom Dach des Gebäudes aus sehen wir, wie viele Häuser in der Stadt noch beschädigt sind. Alleine 180 öffentliche Gebäude hat der Sturm zerstört, sagt uns der stellvertretende Bürgermeister. Er behauptet, dass viele versprochene Hilfsgelder nicht in Mosambik angekommen sind. Die Menschen, die hier leben, haben bis heute keine Dächer. Klar, es gibt Alternativen, Plan, aber das sind Provisorien, Übergangslösungen. Wir, die Kommunalregierung und die Menschen, wir warten. Wir warten auf Hilfe. Damals nach dem Zyklon gab es viele Versprechungen, die gemacht wurden. Das größte Problem ist, dass die Küste nicht geschützt ist. Ohne Küstenschutz werden wir hier nicht sicher sein. Wenn wir nichts tun, sind wir zukünftigen Ereignissen hilflos ausgeliefert. Wir konfrontieren den stellvertretenden Bürgermeister damit, dass sich internationale Geldgeber wegen der starken Korruption aus Mosambik zurückziehen. Aber darauf geht er kaum ein. Es wurden Versprechungen gemacht, dass wir die Infrastruktur wieder aufbauen können. Ob es da Widerstand gibt wegen der Korruption, das kann ich jetzt nicht beantworten. Wir spüren, dass in Mosambik niemand aufs Thema Korruption angesprochen werden möchte. Aber es stellt ein riesiges Problem dar, sagt uns der Politologe Alfredo Maniza von der Pädagogischen Hochschule Beira. Die Korruption helfe vor allem der Staatspartei Frelimo, die seit der Unabhängigkeit des Landes 1975 ohne Unterbrechung die Regierung stellt. Die Korruption ist ein Grundpfeiler dieses Systems, in dem es der Frelimo-Partei bisher immer gelang, sich an der Macht zu halten. Der Direktor eines Krankenhauses zum Beispiel ist nicht Direktor geworden, weil er der beste Arzt ist. Nein, er ist Direktor geworden, weil er der Partei treu ist. Die Verantwortlichen können machen, was sie wollen. Und so versickern viele Hilfsgelder in dubiosen Kanälen. Angeblich sind durch die Korruption in den vergangenen 10 Jahren 600 Millionen Euro verschwunden. Hilfsorganisationen wie die Missionszentrale der Franziskaner aus Bonn stellen deshalb vor Ort sicher, dass die Spendengelder gut angelegt sind und machen sich ein Bild vom Fortschritt ihrer Projekte in mehr als 70 Ländern weltweit. €150.000 sind zum Beispiel schon in den Wiederaufbau dieser Sekundarschule in Beira geflossen. Jugendliche im Alter von 12 bis 20 Jahren werden hier unterrichtet. Auch wenn einige Klassenzimmer noch immer verwaist sind. Die Schule wurde stark zerstört. Das Dach wurde abgedeckt, das sieht man hier. Wir haben viel verloren, viel wurde nass. Bücher in der Bibliothek wurden nass, das ganze Lehrmaterial zerstört. Einige Bücher haben wir nicht mehr. Und was ist bis heute getan worden? Wir haben uns über die deutsche Hilfe gefreut. Als die Hilfe kam, haben wir aber gesehen, dass es nicht reicht. Wir müssen die Dächer noch abdecken. Langsam bauen wir die Schule wieder auf. Auch wenn es hier gerade keinen Betonmischer gibt, die Bauarbeiter klotzen ran und werden im Zweifel einfach zu menschlichen Betonmischern. Endlich findet der Unterricht für die 500 Schülerinnen und Schüler wieder regelmäßig statt, auch wenn es an der Schule noch sehr beengt ist. Es gibt zu wenig Klassenräume, die das Ganze überstanden haben.
Die Räume sind einfach zu voll. Es gibt nicht genug Platz, das ist schwierig. Der Direktor hat kein Arbeitszimmer. Wir haben kein Sekretariat mehr in der Schule. Wie stellst du dir in diesem Land deine Zukunft vor? Meine persönliche Zukunft? Ich möchte Psychologin werden, den Menschen helfen. Nach dem Zyklon hätte ich zum Beispiel helfen können. Viele Menschen sind traumatisiert. Ich hätte ihnen helfen können, das Ganze besser zu begreifen, die Lage besser zu verstehen. Was für eine Zukunft haben die Kinder in diesem Land, in Mosambik? Ich denke, die Schule bestimmt unsere Zukunft. Ohne Schule haben wir gar keine Zukunft, keine organisierte. Die meisten Kinder in Mosambik gehen heute zumindest 5 Jahre lang zur Schule. Doch noch immer kann fast jeder zweite Erwachsene nicht lesen oder schreiben. Und nach wie vor arbeiten die meisten Menschen auf dem Feld oder verkaufen ihre Waren auf dem Markt. Etwa 80% der Menschen in Mosambik leben von der Landwirtschaft. Hier gibt es Obst zu kaufen, Gemüse, Kohle zum Kochen, geräucherten Fisch. Und es gibt Secondhand-Klamotten, viele davon aus Europa. So ein Babystrampel oder ein T-Shirt kostet umgerechnet 25 Cent. Außerdem im Angebot, wörtlich übersetzt aus dem Portugiesischen, Fisch, der aussieht wie Schuh. Stimmt. Während die meisten Menschen in Mosambik von der Landwirtschaft leben, haben ausländische Investoren vor allem die Bodenschätze des Landes im Visier, sagt der deutsche Unternehmer Philipp Büchler. Er betreut das Mosambik-Geschäft für eine dänische Spedition. Welche Chancen sehen Sie in diesem Land, in Mosambik? Also das Land ist reich an Bodenschätzen und wir haben also Kohle in Z. Wir haben das Graphit, wir haben also das beste Graphit im Norden, das ist oben bei Pemba, wo 2 große Minen sind und angeblich ist die Qualität einer der besten auf der Welt. Das hat sehr viel Potenzial, da wurde sehr viel investiert und die Projekte werden wahrscheinlich nächstes Jahr losgehen. Ich glaube aber persönlich selber, der größte, wie man es auch im Englischen sagt, der Milestone, der das Land wirklich nach vorne bringen, sind das Gas, was im Norden gefunden wurde. Und da sind große Investitionen im Moment. Und also vom Frachtaufkommen im Logistischen sagen wir, da werden 5 Millionen Frachttonnen in den nächsten 5 Jahren durch Mosambik fließen. Und das ist enorm. Die wirtschaftlichen Chancen Mosambiks scheint vor allem China zu sehen. Bei unseren Fahrten durchs Land kommen wir ständig an chinesischen Fabriken, Supermärkten und Tankstellen vorbei. Es sind definitiv Nummer 1 die Chinesen, die große Investitionen geleistet haben, sehr viel investiert haben und der Regierung geholfen haben mit Infrastrukturen, Straßen, auch hier in Beira, der Wiederaufbau der Straßen, die natürlich Interesse haben an den Rohstoffen. Und da muss man jetzt mal voraussehen, wie weit das reguliert wird. Danach kommen die Amerikaner, die das Gas wollen. Und die Russen rücken nach. Also das wird auf jeden Fall ein interessanter Brennpunkt und wichtig zu sehen, wie es politisch von Mosambik und der internationalen Community nachher reguliert wird, dass der Kuchen gut aufgeteilt wird, aber viel wichtiger sind natürlich die Menschen hier. Man darf nicht vergessen, wir leben in einer der ärmsten Länder, nicht nur in Afrika, sondern auf der Welt. In der Tat zählt Mosambik zu den 10 ärmsten Ländern der Welt. Am eindrucksvollsten sehen wir das bei einer Suppenküche für Kinder. Eine Gruppe von Müttern kocht ehrenamtlich für Waisenkinder. Im Freien, weil der Zyklon auch hier die Küche zerstört hat. Die Küche ist eingestürzt. Dieser Pavillon ebenfalls. Wir haben einen Wassertank hier oben. Wir haben auch fließend Wasser. Die Küche können wir jetzt nicht reparieren lassen. Ein Junge kann es kaum erwarten. Aber er ist heute zu früh. Jeden Tag kommen 200 Kinder im Alter von 5 bis 15 zur Suppenküche. 200 von 1,5 Millionen Waisen in Mosambik. Das Problem?
Viele von ihnen haben keine Geburtsurkunde und damit keinen staatlichen Schutz vor Kinderarbeit, Missbrauch oder dem Dienst an der Waffe. Noch nie haben wir Kinder gesehen, die sich so sehr über eine Suppe freuen. Ich höre gern das Wort Gottes und esse gerne hier. Ist die Suppe lecker? Super lecker. What's your name? Matthias. So? Es ist erschreckend zu sehen, was hier noch zu tun ist. Wenn man hier durch die Straßen fährt, wenn man ankommt, die zerstörten Dächer, Dinge. Irgendwie scheint alles ein wenig still zu stehen. Und im Blick, dass jetzt wieder die Regenzeit kommt, sollen die Dächer wieder in Ordnung sein. Denn auch der Regen zerstört die Häuser für die Menschen. Malaria ist damit verbunden. Ich glaube, ja, Beira ist ein bisschen eine, für mich, mein Eindruck, eine vergessene Stadt. Und wie gehen die Menschen damit um? Die Armen halten zusammen. Und das ist wirklich berührend, wie sie da. Und für mich auch, ich habe kein leidvolles Gesicht gesehen, die gejammert hätten oder unzufrieden waren. Sie leben in dieser Situation, aber ja, die Armen, sie strahlen etwas noch, auch an Lebensfreude hier, wohl im Wissen, dass sie wirklich Schweres im Hintergrund zu ertragen haben. Als wir die Köchinnen fragen, wo die Waisenkinder leben, sprechen sie immer wieder von einem Hotel. Eine Frau bietet an, uns auf der Ladefläche ihres Wagens mitzunehmen und uns die Behausungen der Kids zu zeigen. Es beginnt eine holprige Fahrt über Schlaglochpisten. 20 Minuten später stehen wir vor diesem Gebäude. Das ist hier wirklich ein verstörender Ort. Ein ehemaliges Grand Hotel aus Kolonialzeiten noch in der Nähe des Strandes. Das ist irgendwann verfallen und heute leben hier hunderte Menschen. Es sind sehr viele Waisenkinder, die zum Teil mit ihren Großeltern hier leben, aber auch Zyklonopfer, die ihre Häuser verloren haben. Das Krasse ist, es gibt zwischen einigen Etagen keine Treppenhäuser mehr. Das heißt, die Leute müssen von außen in ihre Behausungen klettern. Dann sagt uns die Köchin noch, dass hier öfter Kinder beim Toben vom Dach stürzen, weil es keine Absperrung gibt. Das Bild dieses schrecklichen Orts lässt uns auf der Rückreise aus Mosambik nicht los. Mittlerweile erfahren wir von einer neuen Hiobsbotschaft aus Jessicas Familie. Das Mädchen, das mit ihren beiden Schwestern ohne Eltern lebt und deren Haus der Sturm zerstörte. Demiltar, die jüngste der drei, ist HIV-positiv, wie so viele Kinder in Mosambik. Alle drei sind dank Spendengeldern in einem katholischen Internat in Kelimane untergekommen, 300 Kilometer nördlich von Beira. Die Einrichtung ist auf HIV-kranke Kinder spezialisiert. Und Jessica? Sie studiert jetzt Personalmanagement an der Universität der Stadt. Immerhin ein Hoffnungsschimmer. In einem Land, das auch ein Jahr nach Zyklon Idai nicht wieder auf die Beine gekommen ist.